Also wir sind ein CNC-Betrieb seit über 50 Jahren mittlerweile und haben ungefähr 140 Angestellte. Wir stellen komplexe und präzise Dreh- und Frästeile her. Was uns auszeichnet, ist sicherlich unser sehr hoher Automatisierungsgrad und Digitalisierungsgrad. Wenn wir neue Maschinen kaufen, dann legen wir sehr großen Wert darauf, dass diese Maschine auch eine Fahndungssteuerung hat. Das ist für uns absolutes Kaufkriterium. Also mein Vater hat schon vor über 50 Jahren die erste Maschine mit Fahndungssteuerung gekauft. Und wir in zweiter Generation, wir sind auch von Fahndung überzeugt. Daher haben wir mittlerweile von den 60 Maschinen, die wir haben, fast alle mit Fahndungssteuerung und mittlerweile sogar über 20 Roboter von Fahndung mit dabei. Fahndungskomponenten sind sehr langlebig und sehr stabil. Wir hatten noch keinen Ausfall von irgendeiner Steuerung bei uns. Dass wir fast alle Maschinen mit der gleichen Steuerung haben, hat sehr große Vorteile. Wir sind sehr flexibel. Unsere Teams können sich super schnell gegenseitig helfen. Was uns auch sehr gefällt, ist die Konsistenz über viele Generationen hinweg. Das heißt, der Mitarbeiter findet sich auch an alten Steuerungen zurecht. Wir haben bei uns eine eigene IT und stellen unsere eigene Software her. Und wir wollen natürlich auch mit dieser Software mit den Maschinen kommunizieren. Und dafür können wir wunderbar die Focus-Schnittstelle nutzen, weil es damit einfach super einfach und stabil klappt. Ein gutes Beispiel ist die prozessbegleitende Messung von Teilen außerhalb der Maschine. Diese Messwerte werden an unsere Software übertragen. Die Software gibt uns dann Korrekturvorschläge und dann können wir per Mausklick in der Software sagen, Maschine korrigieren. Dadurch sparen wir uns die Rechnerei und das manuelle Tippen an der Steuerung. Also rückblickend betrachtet war es für uns auf jeden Fall der richtige Schritt, bei Fahndung zu bleiben. Das zeigt die Stabilität und die Langlebigkeit der Steuerung, der ganzen Komponenten. Und das bewegt uns auch dazu, weiterhin Fahndung-Kunde zu bleiben.